Und natürlich auch euch gegenüber, meine Damen und Herren. Und in diesem Sinne, guten Tag alle miteinander. Wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu Let's Cross Rogue Legacy, meine Damen und Herren. Ein etwas älteres Spiel. Sowohl optisch als auch, nein, Quatsch. Ist eins von diesen, keine Ahnung, relativ modern im Moment oder eine Zeit lang mal gewesen. Vielleicht auch jetzt immer noch, keine Ahnung. Wen interessiert das schon? Rogue-like-Spielen, wo man im Grunde genommen, keine Ahnung, ganz oft toll spielt und ganz oft toll stirbt, meine Damen und Herren. Und jedes Mal, wenn man stirbt, komplett wieder von vorne anfängt. Aber schöner geht's doch gar nicht. Nein, der Catch dabei ist allerdings die Tatsache, dass jedes Mal, wenn ich einen so einen Run hier gemacht habe, kann ich im Grunde genommen, oder behalte ich fürs erste Mal das Geld, das ich auf diesem Run erhalten habe und kann dadurch lustige, tolle, was weiß ich, Upgrades kaufen für meinen tollen Ritter-Typ hier. Und dann bin ich natürlich im nächsten Run stärker und kann noch mehr tolle Münzen sammeln und noch mehr tolle Bosse besiegen, meine Damen und Herren. Guten Tag. Das ist ja schön hier auch. Hi. Lass mich raten. Richtig geraten. Also, wie gesagt, Rogue Legacy, meine Damen und Herren. Das ist eines meiner aktuellen Lieblingsspiele im Grunde genommen, weil, keine Ahnung, es ist simpel. Man kann das unterwegs super mal spielen. Man startet jedes Mal dann wieder in diesem Schloss. Ja, wobei, die Geschichte wird ja auch noch so nebenbei erklärt. Also, wir starten erstmal in diesem Schloss. So, und man sieht dann hier diese ganze Tür, keine Ahnung, was der ganze Scheiß soll. Eine Karte, wo im Endeffekt noch überhaupt gar nichts zu sehen ist. Und ein Buch, meine Damen und Herren. Ohne irgendwelche Anleitungen, Instruktionen, Tutorials, sonst was. Wir werden direkt in die Scheiße hier reingeworfen, meine Damen und Herren. Tagebucheintrag Nummer 1. Verrat. Ein Antäter hat meinen Vater den König verwundet. Um Gottes Willen, das waren doch wohl nicht wir. Um die Ordnung im Königreich wiederherzustellen, hat er mich und meine Geschwister auf eine Mission geschickt, um ihn zu retten. Zusammen werden wir uns in den verfluchten Wald begeben und Schloss Hemsen betreten. In den gottverdammten Wald, Alter. Seit Urzeit. Ach, da leck mich am Arsch. So. Sinn der Sache ist, wie gesagt, wir ganz viele Gegner und wir müssen diese Gegner in der Möglichkeit umbringen. Das ist vom Gameplay her, ich sag mal, so ein bisschen eine Mischung, was heißt eine Mischung, relativ nah dran an Castlevania, dadurch, dass überall diese lustigen Gegner hier durch die Gegend touren und wir im Grunde genommen nur schlagen und springen können. Fürs Erste, meine Damen und Herren. Es wird natürlich, Spoiler, irgendwann im Laufe des Spiels auch noch irgendwelche Upgrades geben, die vielleicht unser Moveset ein kleines bisschen vergrößern werden, meine Damen und Herren. Bis dahin müssen wir allerdings uns erstmal, wie gesagt, mit Springen und Schlagen begnügen. So, Sinn der Sache ist, wie ihr seht, ich habe da meine Health Bar. Die ist, sobald die leer ist, bin ich dann tot und das bleibt auch so. Aber da werden wir dann gleich zu kommen. So, wir sehen dann hier oben rechts die Map und auf dieser Map gibt es natürlich dann mehrere, Areas. Das ist immer die erste, in der man startet. Ist logischerweise die leichteste, in der man startet. Die Gegner werden, ja, später dazu. Die Gegner werden im Laufe des Spiels schwerer und Sinn der Sache ist, oder einer der zentralen, Sinn der Sache, meine Damen und Herren, ist, ganz viele von diesen Truhen zu finden. Weil in diesen Truhen findet man sowohl Geld manchmal, als auch ab und zu ein neues Rüstungsteil vielleicht. Beziehungsweise, ich glaube, man findet immer Blueprints, also blaue Pausen im Grunde genommen für die für die Rüstungsteile. Und diese Rüstungsteile muss man sich dann aber trotzdem noch kaufen, weil für irgendwann muss man ja die ganzen Münzen brauchen, die ich jetzt gerade eingesammelt habe. Natürlich kann man dann später irgendwie noch dafür sorgen, dass man irgendwie mehr Geld bekommt und keine Ahnung. Man wird, wie wir dann, sobald ich gestorben bin, sehen, wird auch dafür sorgen können, dass man, keine Ahnung, also ich sag es mal, mehr Energie hat, also länger lebt und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Klassen, die das Ganze hier so ein bisschen, für Abwechslung sorgen. Also es gibt nicht nur diese eine Ritterklasse, optisch sind die alle Ritter, aber die haben trotzdem verschiedene, ich sag mal, Vor- und Nachteile. Aber ne, dazu werden wir dann kommen, wenn es soweit ist. Bis dahin werden wir jetzt mal versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Weil je länger wir überleben, desto mehr Münzen haben wir am Ende. Und die Münzen sind quasi, ich sag mal, im Grunde genommen sind die Münzen sind eigentlich genau genommen unsere Experience Points. Das heißt, je mehr, hier komme ich scheinbar nicht hoch. Hier, schön auch, danke. Je mehr Münzen wir haben, desto mehr tolle Upgrades können wir uns kaufen, weil warum würde man Experience Points einbauen? Man kann im Grunde genommen so ziemlich jeden Gegner in diesem Spiel irgendwie töten. Fast jeden, eigentlich auf gewisse Weise wahrscheinlich sogar jeden Gegner. Aber ja, es gibt Gegner, die kann man mit Schlagen, so wie ich das jetzt mit dem Shirt hier mache, nicht angreifen. Okay, meine Damen und Herren. Nicht angreifen, sondern es gibt die Möglichkeit später irgendwie dafür zu sorgen, dass jedes Mal, wenn man getroffen wird, dem Gegner, der einen trifft, auch Schaden zuzufügen. So, diese Möglichkeit gibt's. Und so kann man dann natürlich dann auch Gegner verwunden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die eventuell normalerweise nicht verwundbar sein würden. So, hier, jedes Mal, wenn man gestorben ist, kriegt man da so eine wunderschöne kleine Nachricht zu. Lee wurde getötet. Lee auch noch. Um Gottes Willen. Hoffentlich nicht von einem Walker. Nee, war Gott sei Dank ein Ritter. Nee, ein Auge war's.
Nee, Quatsch, eine Pistole. No, ach, langweilig, egal. Bosse lassen ihn. Steht dann jedes Mal danach und wir landen wieder auf dem Titlescreen, meine Damen und Herren. Hurra! Wir dürfen dann uns einen von diesen. Jedes Mal, wenn man dann gestorben ist, kriegt man 3 Auswahlmöglichkeiten. Die haben dann immer so kleine Perks. Klasse, die haben erstmal eine Klasse. Barbarian, Ritter, oder Barbarin von mir aus auch. Ritter und geil, es gibt dann noch ganz viele andere. Widersteht, wunderbarer Panzer. Dieser Held kann eine. Ne, also der hat im Grunde genommen, die Barbaren haben im Grunde genommen einfach mehr HP. Das heißt, ich kann schlicht und ergreifend mehr auf die Fresse kriegen, wie da auch steht. Dazu haben die jeweils dann auch noch Merkmale und eine Magie, meine Damen und Herren. Merkmale sind kleinere Einflussnamen, sag ich mal, in Anführungsstrichen. Zum Beispiel, du bist schwer. Ich kann nicht zurückgeworfen werden. Das heißt, so viel wie jedes Mal, wenn ich getroffen werde, kriege ich so einen kleinen. Hüpfig im Grunde genommen so ein kleines bisschen zurück. Wenn ich einen schweren Charakter habe, passiert das nicht mehr. Merkmal Tourette ist im Grunde genommen scheißegal. Das heißt einfach nur, dass ab und zu, wenn ich getroffen werde oder so, kommt eine kleine Sprachblase, wo dann sowas da drin steht. Da so ein, hier so Gefluche in Dingskirchen. Periphere Sehen, kein periphere Sehen ist ein recht schlechtes Merkmal bei der Labotin. Deswegen werde ich das Ding auf jeden Fall schon mal ausschließen, weil das dafür sorgt, dass, soweit ich weiß, nur klar sichtbar ist der unmittelbare Teil um den Ritter rum. Das heißt, so viel wie alles, was rechts und links am Rand des Bildschirms ist, auf einem Widescreen natürlich relativ viel, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass dadurch, ich schätze mal die Hälfte oder wenn nicht sogar vielleicht 2/3 des Bildschirms ausgegraut sind, ist natürlich von Nachteil. Kann man natürlich dann so als tolle kleine Challenge nehmen, aber homosexuell, du magst die Damen. Es hat übrigens überhaupt keinen Einfluss auf, außer ich glaube, aufs Ending, wie das eigentlich sich auch gehören sollte, meine Damen und Herren. Also nehmen wir wir nehmen... den homosexuellen Tourette-Kranken, weil warum nicht? Außerdem heißt der Chun-Li, so. Manchmal gibt es ja hier so transsexuell, so. Und jedes Mal, wenn man dann einmal gestorben ist, kann man, landet man auf dem Screen hier, wo man sich dann wunderbar dieses tolle Schloss hier zurecht kaufen kann. Dafür braucht man das Geld. Wie ihr seht, hier 60 Gold für den ganzen Kram. Gesundheitsplus ist natürlich nützlich. Das Ding habe ich jetzt mal einfach genommen, einfach nur um es zu zeigen. Um den Unterschied zu zeigen jetzt zwischen dem Gesundheitsplus und dem Ding hier. Das Gesundheitsplus hat das Ding zusätzlich noch mit freigeschaltet. Das Ding hat gar nichts freigeschaltet. Das heißt, das Ding hier, für den Fall, dass man nicht irgendwie versucht, sich auf Magier zu spezialisieren, was ich definitiv nicht tun werde. Überraschung, Überraschung, ist das Ding hier unten nutzlos. Hurra. Danke für meine 60 geklauten Münzen, du Arschloch. So, dafür können wir dann auch manchmal, also das Ding wird sich hier irgendwie zu einem riesengroßen irgendwann mal Skilltree ausdehnen und ausbreiten. Und da kann man im Grunde genommen jede Klasse irgendwie einmal verbessern. Man kann neue Klassen freischalten. So, unsere Ritter, wie ihr seht, sind jetzt dann Paladine. Die sind dadurch ein bisschen stärker. Das heißt, toll. Außerdem Ausrüstungsplus heißt, wir können mehr tragen. Und jetzt, so, wunderschön, sind die Sachen links und rechts auch erstmal freigeschaltet. Ja, so läuft das jetzt hier, meine Damen und Herren. Schalte Architekt, Frage, halt im Herzen. Ja, der Architekt ist dafür da, wie überraschenderweise da schon steht, meine Damen und Herren, dafür zu sorgen, dass der Architekt kann das Schloss nämlich einfrieren und damit verhindern, dass es sich verändert. Denn das ist jetzt der große Catch, meine Damen und Herren. Jedes Mal, wenn wir sterben, starten wir zwar von vorne, aber natürlich verändert sich jedes Mal. Das heißt natürlich, das Schloss verändert sich jedes Mal. Das heißt, im Grunde genommen habe ich jedes Mal eigentlich neues Level. Das heißt, dass ich nicht jedes Mal dasselbe spiele. Ne? Magierin ist wichtig, weil die macht Runen und Runen sind auch wichtig. Deswegen kaufen wir die jetzt erstmal. Ja, danke. Kommen wir später. Zu den Runen erkläre ich, wenn ich denn dann mal mir eine leisten kann, meine Damen und Herren. So, und wenn ich dann hiermit fertig bin mit dem ganzen Einkaufkram, kann ich dann hier, bin ich wieder in meinem Hof. Der Typ hier verkauft Rüstung. Rüstung sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, habe ich noch? Kann ich mir da leisten? Nein, natürlich nicht. Rüstung sorgt natürlich auf der einen Seite dafür, dass ich weniger Schaden nehme. Und auf der anderen Seite natürlich dann auf der anderen Seite auch dazu, dass ich mehr Schaden mache, wenn ich mir denn ein Schwert kaufe. Diese Frau hier verteilt Runen oder verkauft Runen. Die muss man genauso erst finden wie die Blueprints von den Rüstungen. Das heißt, so, hier haben wir dann zum Beispiel schon mal einen Sprint rumgewehrt. Damit kann ich dann kurz sprinten. Das ist relativ wichtig, weil, keine Ahnung, sprinten ist schnell und toll und so weiter und so fort. Der Typ hier würde jetzt dafür sorgen, dass ich gegen einen Obolus von, ich weiß nicht wie viel, dass sich das Schloss nicht verändert. Das heißt, wenn ich den jetzt, wie viel muss ich dem zahlen? Ja, laber nicht so viel, mach fertig. 40% des Geldes, das ich verdiene. Also ich könnte jetzt, wenn ich irgendwie, also am Anfang des Spiels sorgt man eigentlich und versucht man dafür zu sorgen, dass man erstmal ein paar Upgrades bekommt und so weiter und stärker wird und hast du nicht gesehen und später kam, in dem Schloss gibt es auch Bosse und wenn man dann irgendwie ein cooles Layout hat und genau weiß, wo die Bosse sind, kann man dann, und das Geld nicht mehr braucht vor allem, kann man dann zu dem Typ hier gehen und für 60% des Geldes, das man einsammelt, dafür sorgen, dass das Schloss sich nicht mehr verändert. Der Typ hier steht immer hier, ist, keine Ahnung, Charon oder der Tod oder was, keine Ahnung. Der, jedes Mal, wenn ich das Schloss neu betrete, muss ich all mein Geld im Moment wieder abgeben. Das heißt, wir können nicht irgendwie 40 Mal im Kreis laufen und das Geld dann behalten und dann haben wir irgendwann ganz viel Geld. Das heißt,
dann im Umkehrschluss auch, dass jedes Geld, das ich ausgeben möchte, in einem Run, in einem und derselben Run, upsala, passiert sein muss. Da war jetzt einmal kurz der Tourette-Syndrom-Kack-Dingsbumster, hat keine weiteren Ausweitungen auf das Spiel. Jedes Mal, außer, dass ich jedes Mal, wenn ich getroffen werde, einen wunderschönen kleinen Totenkopf angezeigt bekomme. Also, ne, so läuft das jetzt hier. Die Tonnen, da lasse ich mal in Ruhe. Also das Ziel erstmal wird sein, relativ lange in den jeweiligen Runs, Frechheit, zu überleben und dann so viel Geld wie möglich anzusammeln und dadurch dann die ganzen Upgrades zu kaufen, was mich natürlich dann im Grunde genommen stärker macht. Natürlich, dadurch, dass es verschiedene Klassen gibt, ist es wie in Videospielen üblich eigentlich schon fast so, dass natürlich gewisse Klassen schlicht und ergreifend stärker sind als andere. Keine Ahnung, hat natürlich dann jeder seine im Grunde genommen Vorlieben. Ich genauso wie wahrscheinlich jeder andere. Es gibt wahrscheinlich Leute, die total auf die Mage-Classes und so weiter stehen. Ich stehe total auf, keine Ahnung, es gibt eine Klasse, die, ich glaube, jedes Mal, wenn ich einen Gegner umbringe oder so, kriegt die mehr HP oder so ein Scheiß. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil je mehr HP, desto länger lebe ich, logischerweise. Das sind dann normalerweise die Sachen, auf die ich achte. Natürlich kann man die Mages dann vielleicht dafür nutzen, dass man zum Beispiel ein paar Bosse umbringt oder so. Dafür habe ich sie persönlich noch nicht genutzt, weil es gibt eine... Ich bin auch in diesem Spiel nicht sonderlich groß und sonderlich gut darin, Mage-Klasse zu nutzen. Deswegen nutze ich dann meist die Klasse. Es gibt eine Klasse, die zwar relativ wenig HP hat, aber dafür extrem viel Schaden macht. Und die nutze ich dann meist für meine Bosse. Hat natürlich dann logischerweise, wie man sich denken kann, den unglaublichen Nachteil, dass es wenig HP hat, aber dafür macht es viel Schaden. Haha. Demnach ist natürlich dann, und das ist natürlich auch wichtig in so einem Spiel, ist meistens, ich werde gleich sterben, ist meistens so, dass zwar Klassen irgendwie einen Vorteil gegenüber den anderen Klassen haben, oder gegenüber, danke, gewissen anderen Klassen haben, aber dafür dann auch Nachteile. Also es ist keine irgendwie, keine Klasse grundlegend overpowered oder so. Und das ist ziemlich gut ausbalanciert, meine Damen und Herren. So, wir haben mal schönes Klapphin. Das kann halt geringe Werte, aber kann verheerende kritische Treffer landen. So, das ist wahrscheinlich der, den ich gerade meinte. Dafür, also dieses Stark-Ding da gefällt mir nicht, weil, also dieses Stark-Merkmal gefällt mir nicht, weil man irgendwie sich grundsätzlich schon dran gewöhnt, dass man zurückfliegt, wenn man von Gegnern getroffen wird. Und wenn das dann mal nicht so ist, schon ein bisschen Zwangszerstörung. Was haben wir noch? Zwergenwuchs? Ja, Zwergenwuchs ist, kann gut sein. Auch wenn wir laut dem Ding keine Achterbahn fahren können, aber dafür können wir. Es gibt manchmal in den Wänden, ich sag jetzt mal, kleine Einbuchtungen, die nur einen Block hoch sind. Und da kann man nur durch, wenn man Zwergenwuchs hat. So, zusätzlich, worauf ich vorhin übrigens gar nicht eingegangen bin, sind immer die Zaubersprüche, die ich aber auch nicht nutze, deswegen bin ich nicht drauf eingegangen. Also jeder hat natürlich noch einen unterschiedlichen Zauberspruch. Die Schakams, weiß ich nicht, die komischen Dolche, die fliegen wahrscheinlich einfach nur nach vorne oder so. Die Schakams, ich habe keine Ahnung, wo die hinfliegen. Manche von diesen Dingern kann man und muss man nutzen, um an bestimmte Truhen zu kommen. Weil manche Truhen haben dann so Challenges in dem Raum, dass man, keine Ahnung, alle Gegner umbringen muss, aber die Gegner sind dann irgendwie mit dem normalen Schwert nicht zu erreichen. Und deswegen, meine Damen und Herren, muss man manchmal, keine Ahnung, die Dingsbums dafür nutzen. Reizdarm ist ein Merkmal, das, soweit ich weiß, auch keine Auswirkungen hat, außer dass der Typ manchmal furzt. und damit eigentlich auch keinen Weg. Deswegen, und dadurch, dass das keine weiteren eigentlichen Auswirkungen, außer, wie gesagt, furzt. Also es ist im Grunde genommen dasselbe wie das Tourette-Ding, nur mit anstatt Kacke. Toll, super, tolle Analogie. Allerdings Kleinwuchs erstmal. So, den machen wir noch und wenn wir mit dem Typ tot sind, wenn wir mit dem Typ tot sind, Angriffsplus ist natürlich eine feine Sache, ne? Ja. Wenn wir mit dem Typ tot sind, werden wir dann für heute erstmal Feierabend machen. Aber mal sehen, vielleicht kommen wir ja richtig, richtig weit, meine Damen und Herren. So, alle meine 10 Münzen. Man kann auch später, gibt's auch Upgrades, die dafür sorgen, dass der Typ mir nicht alles abnimmt, dass man einen bestimmten Anteil von seinen Münzen behalten kann. Ich glaube, das ist immer irgendwie 1% oder 5% oder irgendwie so ein Scheiß, den man von seinen gesammelten Münzen vom letzten Run behalten darf, nachdem man zu dem Satan da gegangen ist oder Charon von mir aus. Ja, es ist natürlich im Grunde genommen eine nette Sache, aber macht so viel im Grunde genommen dann nicht aus. Toll ist natürlich immer, wenn man gestorben ist und dann diese tollen Fleischdinger da einsammelt. Fleischdinger, hier, ach, guck mal, direkt im keine Ahnung, ersten Raum, ne, ja sicher. Im ersten Raum direkt hier eine von diesen Einbuchtungen, die ich meinte. Hier, die ist ein Block hoch. Wenn ich jetzt normal groß wäre, könnte ich hier natürlich nicht rein. Was mir das jetzt bringt, ich habe keine Ahnung, dadurch kann man dann, wie hier, wahrscheinlich bringt mir das gar nichts aus, dass ich den Raum überspringen kann. Das ist richtig, ja, also manchmal, keine Ahnung, kann man dann den Raum überspringen, manchmal bekommt man dann, dafür, dass man klein ist, im Grunde genommen einfach nur, was heißt einfach nur, weil ziemlich toll, bekommt man, was weiß ich, eine Truhe oder so, an die man nicht rangekommen wäre, wenn man denn normal groß wäre. Deswegen ist schon ziemlich praktisch, meine Damen und Herren, so klein zu sein. Also ich neige dazu, dass, sollte ich die Möglichkeit dazu haben, es auch zu nutzen, weil man hat es halt nicht häufig und wenn man sie hat, dann ist es irgendwie ein nettes zusätzliches Gameplay-Element. Die Merkmale, da gibt es auch noch ganz viele andere tolle Merkmale, die ziemlich vielen coolen anderen Nutzen haben, aber da werden wir dann zu kommen. Wenn es irgendwann mal soweit ist, kann ich hier schon wieder rein, das ist ja unglaublich. Aber da nutze ich da, du Arschloch. Du
Schweine sein. Da habe ich gedacht, ich habe mich erst gefreut dafür, dass ich da unter meiner tollen Brücke durchgehen kann. Und du kleiner Schweinesack, Alter, kommst du daher und sagst mir, nee, Freundchen, jetzt schieße ich dich ab, Freund. Ich bin schon wieder halb tot. Das ist schade. Also man gewöhnt sich irgendwann auf jeden Fall auch an die Gegner des Spiels. Ich habe das Spiel lange nicht gespielt, deswegen muss ich wahrscheinlich erstmal ein bisschen warm werden. Werd vielleicht zwischen den Videos irgendwie mal so ein bisschen, sollte euch das Spiel weiter interessieren, ein paar Level holen, einfach mal. Ich kann ja auch ein Video machen, ist ja scheißegal. Manchmal sind diese Räume hier, die haben keine weitere Bewandtnis, außer dass sie toll aussehen. Ist wahrscheinlich einfach nur so ein bisschen, keine Ahnung, was weiß ich, Artstyle oder so ein Artbook-Ding. Ich glaube nicht, dass das Ding irgendeinen zusätzlichen Nutzen hat, außer toll auszusehen. Hervorragend. So, und deswegen, nee, so läuft das. Das ist Rogue Legacy, meine Damen und Herren. Ich hoffe, das Spiel gefällt euch. Mir gefällt es, wie gesagt, eines meiner Lieblingsspiele in der aktuellen Konsolen- und PC-Generation. Ziemlich cool, ziemlich simpel und deswegen absolut glorreich. Kann man immer mal irgendwie spielen. Ich komme immer und immer wieder zu dem Spiel zurück, weil, keine Ahnung, manchmal will man ja nicht das große, epische 120-Stunden-Adventure anfangen, sondern möchte einfach nur mal ein bisschen Videospiel spielen und ein bisschen Spaß haben. Und dafür ist dieses Spiel meiner Meinung nach absolut, absolut genial. Hat natürlich auch einen gewissen Frustfaktor, liegt in der Natur der Sache bei Plattformern heutzutage. Weil, keine Ahnung, Mario existiert nun mal schon, da kann man die tollen, befriedigenden Plattformer, die wir, keine Ahnung, als Mario kennen, halt nicht mehr bauen. Und deswegen, keine Ahnung, gehört natürlich dazu. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im Grunde genommen durchgehende Progression, indem man dadurch, dass man im Grunde genommen natürlich nach jedem Run irgendwie irgendwas upgraden kann. Die Tische und Stühle in der Möglichkeit immer kaputt hauen, weil was habe ich in so einem Raum besseres zu tun, als Tische und Stühle kaputt zu hauen und dadurch Münzen zu bekommen. Dafür ist der Raum im Grunde genommen da, einen anderen Sinn hat er offensichtlich nicht, weil was anderes befindet sich in dem Raum. Und nicht der erste Raum. Nein! Shit! Ich bin so gut wie tot. Das Ding hat mir jetzt das Leben gerettet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, du Scheiße. Nee, der Raum ist mir jetzt gerade zu heikel. Hätte ich mal, warum das scheiß Fleisch? So, besiege alle Feinde. Das ist einer von diesen Zusatz-Challenges, wovon ich gerade geredet habe. Ja. Ach nee, Mist, ja. Und das ist jetzt eins von diesen Dingern, die ich tatsächlich nur mit Magie erreichen kann, oder von der anderen Seite kommen. Wie wir auf der Minimap sehen, hat das Ding aber leider keinen anderen Eingang. Das heißt, ich müsste diese Dinger jetzt tatsächlich mit Magie umbringen, was ich nicht kann. Dadurch, dass ich die falsche Energie, Magie im Grunde genommen habe. Toll, super. Muss ich aufpassen, das ist einfach eine Decke, die im Grunde immer war. Ich laufe einfach mal. Wir laufen einfach mal in der Hoffnung, dass ich nicht umgebracht werde, was vermutlich nicht der Fall sein wird. Aber doch, ich hab's geschafft. Das ist ja unglaublich. Unfucking unglaublich. Du, nein, da renne ich in so ein dummes Bild rein. Egal, sollte euch dieses Video gefallen haben, bitte. Wie immer, like beim Kaputtkopf, meine Damen und Herren. Ansonsten, vielen lieben Dank, dass ihr eure Zeit mit mir verbracht habt und hochoffiziell und wegnerweise bis zum nächsten Mal. Tschüss.